Hi. So, hallo Hamburg. Ich freue mich mega, heute hier sein zu können. Meine Science Slam war bislang immer nur so vor 30 bis 50. Insofern bin ich relativ froh, dass ich diese Scheinwerfer vor mir habe, weil ich sehe so die ersten 20 bis 50 und den Rest nicht mehr. Okay, ich habe euch eine True Crime Story mitgebracht. Und zwar eine True Crime Story, die sich bei Kalkriese abgespielt hat und deswegen Tatort Kalkriese. Wir brauchen noch einen cooleren, catchieren Namen, also etwas, was mitreißt. Deswegen der Fall um die verschwundenen Legionen 19. Ich habe eigentlich Chemie studiert, deswegen wird euch auch ein bisschen Chemie erwarten. Kriegen wir aber hin. Nächstes Hassfach ist immer Mathe. Da habe ich mir das Beste ausgesucht, Statistik. Bringen wir auch noch mit. Und was ist auch noch so gut zum Einschlafen? Geschichte. Freut ihr euch, ne? Ja, das wird super. Okay, wie bringe ich Geschichte so rüber, dass jetzt nicht gleich alle einschlafen? Wie habe ich das denn damals gemacht? Asterix. Okay, Asterix, Sieg über Cäsar. Ja? Ich habe aber nicht Asterix untersucht, aber Barbaren. Die Barbaren, Sieg über Cäsar. Wir befinden uns im Jahre 9 nach Christus. Ganz Germanien ist von den Römern besetzt. Ganz Germanien? Nein. Ein von unbeugsamen Barbaren bevölkerter Stamm fängt an, den Eindringlingen Widerstand zu leisten. So beginnt unsere Geschichte. Da gibt es immer so ein Dorf, also hier dann ein germanischer Stamm unter Arminius in Germanien. Die Frage ist, wo liegt dieses Germanien? Die Römer waren dann nicht so ganz Google Maps unterwegs. Die haben gesagt, das ist rechts vom Rhein. Das ist viel. Bitte, Römer, beschreibt das doch mal ein bisschen besser. Aber da war Wald. Viele Bäume. Ein bisschen Moor, also Moor. Und ein paar Hügel. Bringt uns jetzt auch nicht unbedingt so viel weiter. Aber was wir da auf jeden Fall Spezielles gefunden haben, ist so ein Schlachtfeld bei Kalkriese. Das ist in der Nähe von Osnabrück. Was passierte da? Das ist unser Tatort, den wir jetzt mal gemeinsam untersuchen werden. Bei Kalkriese, was bisher geschah, da waren einige Archäologen, deswegen Deutsches Bergbaumuseum und sowas, da waren ein paar Archäologen unterwegs, die haben gebuddelt und haben gesagt, hoppala, da sind ein paar Leichen. Sobald eine Leiche ins Spiel kommt, muss ich irgendwem Bescheid sagen. Dann wird das zu einem Tatort. Und da sind wir direkt in unserer Folge Tatort Kalkriese und wir gemeinsam sind jetzt mal die Detektive und ermitteln, was da passiert ist. Was passiert normalerweise bei jedem guten Tatort? Als erstes, Schritt 1, es kommt die Spurensicherung. Im Fernsehen sieht das so aus, bei uns sah das mit dem Bagger halt so aus. Aber was machen die da? Die haben alles eingetütet, das haben wir auch gemacht. Brav eingetütet, beschriftet, ne? Und dann gucken da Experten drauf und finden Dinge wie Militaria, also das sind so Rüstungsgegenstände, Knochen, Münzen und Baumscheiben und alles. Für jedes Einzelne gibt es Fachexperten. Die haben ganz tolle Namen, aber können alles untersuchen und dann kommen die oder kamen die in diesem Fall gemeinschaftlich zu einem Ergebnis. Und zwar, da war eine römische Schlacht, eine sehr, sehr große römische Schlacht gegen irgendeinen Gegner, wahrscheinlich Germanen. Und das muss so um 7 nach Christus gewesen sein. Keinesfalls früher, aber eventuell 10 Jahre später. Also so ein plus 10 Jahre. Gut, dann wissen wir, es ist eine römische Schlacht gegen Germanen. 7 nach Christus, vielleicht auch 10 Jahre später. Ja, aber wer wurde denn da abgemetzelt? Also die Germanen ist ziemlich einfach, das war definitiv Arminius. Aber wer wurde denn da abgemetzelt? Dann gehen wir doch mal in die Geschichte und schauen uns an, was wurde denn da so überliefert von den Römern. Da gab es einmal den Varus aus der Varusschlacht und einmal den Germanicus, der halt kurzer Zeit danach war und auf seinen Rachefeldzügen versucht hat, den Legionsadler wieder zurückzuholen. Legendär an der Varusschlacht ist, dass dieses die einzige Schlacht ist, die nach dem Verlierer benannt worden ist. Und die ist so populär, dass sogar Netflix darüber 2 Staffeln gedreht hat.
Wie unterscheiden sich die beiden? Also der Varus war 9 nach Christus, der hatte 3 Legionen bei sich und Germanicus war kurze Zeit später und hatte auch ein paar Legionen bei sich. Wenn wir uns jetzt die Zeit anschauen, also 9 nach Christus und 14 bis 15 nach Christus, 16 nach Christus, sind wir bei diesen 7 bis plus 10 Jahre, sie fallen beide rein. Sie unterscheiden sich aber in ihren Legionen, die sie begleitet haben. Bei Varus waren es 17, 18, 19 und bei Germanicus waren das 1, 5, 20 und 21. Warum sind die denn so interessant? Eine einzelne Person zu identifizieren ist manchmal ein bisschen schwierig. Wenn ich da mehrere habe, da ist das ein bisschen einfacher. Und die waren dann nicht einfach nur so da, die hatten ja Gegenstände bei sich. Und diese kleinen Gegenstände, wie so ein Schuhnagel oder die römischen Knöpfe, man nennt sie Fibeln und bliblablub und sowas, irgendwelche Fachwörter, die ich nicht kann. Diese kleinen Dinge, die treten sich mal ganz gerne bei so einem Schlachtereignis, gehen die mal verloren und treten sich dann so in den Boden fest. So. Und dann finden diejenigen, die den Krieg gewonnen haben, auch nicht wieder, weil die so in dem Schlamm verborgen sind. Aber wir finden die wieder. 2000 Jahre später. Das ist schon ein bisschen Hammer, oder? Und mit diesen Dingen, die wir dann 2000 Jahre später oder 2023 Jahre später wiedergefunden haben, die kommen dann ins Labor. Und da komme ich dann ins Spiel. Das war jetzt der Part Geschichte. Jetzt kommt kurz Chemie, aber nicht viel. So, und dann kommen die nämlich zu mir und ich darf die Dinge kaputt machen. Also alle Restauratoren kriegen einen kurzen Herzstillstand. Aber was ich mache, ist, ich nehme diese historischen 2000 Jahre alten Dinge und bohre da ein Loch rein. Und das, was ich da so rausgebohrt habe, so das Sägemehl sozusagen, das löse ich dann auch noch auf. Also ich mache das richtig kaputt. Ne? Nicht nur einfach reinbohren, sondern auch noch richtig verflüssigen, um dann das halt eben abfüllen zu können in so eine genannte Spritze. Und die kommt dann in ein ganz fancy Gerät, das nennt sich induktiv gekoppeltes Plasmamassenspektrometer. Weil das ein sehr langes Wort ist, sagen wir liebevollerweise ICPMS. Ich habe sowohl Weihnachten als auch Valentinstag mit diesem ICPMS verbracht. Damit mir dieses ICP-MS dann auch sagt, was da so alles drin war in diesen Fibeln und allen möglichen anderen Dingen, die ich da untersucht habe. Das sieht alles sehr seltsam aus und hört sich ganz, also wer ist noch gerade kurz mit mir dabei, was ich da gemacht habe? Ja? Ah, cool. Ich erkläre es trotzdem nochmal kurz in einfach, okay? Also was dieses ICP, induktiv gekoppeltes Plasmamassenspektrometer, macht, ist folgendes, ein rückwärts gekehrtes Kuchenrezept-Experiment. Normalerweise startet man beim Kuchenbacken ja mit einem Rezept. Man sagt, man hat 500 Gramm Mehl, 300 Milliliter Milch und Eier und sowas. Aber dann gibt es auch so fancy Dinge, die man reinpacken kann, zum Beispiel Kirschwasser und Kirschen. Dann macht man das in den Backofen und dann kommt eine Schwarzwälder Kirschtorte raus. Und genau das Gleiche mache ich jetzt auch. Ich nehme ein Stück, ein Stück von der Schwarzwälder Kirschtorte, packe die in meinen Backofen und kriege dann das Rezept raus. Also ich erfahre, was da in dieser Schwarzwälder Kirschtorte oder wenn wir wieder bei Kalorien sind, ne, dann würde ich erfahren, wie viele Kalorien da drin sind. Will ich aber nicht wissen, sondern nur essen. Und diese einzelnen Zutaten können sehr spezifisch sein. Wie bei der Schwarzwälder Kirschtorte, wenn da so 5% Kirschen bei sind und 1% Kirschwasser, dann habe ich vielleicht noch eine kleine Idee schon mal, das könnte sich um Schwarzwälder Kirschtorte handeln. Das kann halt, wie gesagt, sehr spezifisch sein. Und wenn ich mir jetzt noch andere Zutaten anschaue, nicht nur Kirschen und Kirschwasser, sondern Mehl, Eier, beziehungsweise Arsen, Kobalt, Bismut, Zink, dann erhalte ich was ganz Spezifisches, wie so einen Fingerabdruck. Da kennen wir das nämlich, dieses spezifische Muster her. Deswegen nennen wir das metallurgischen Fingerabdruck. Dieser metallurgische Fingerabdruck ist dann repräsentativ für meinen Tatort, für ganzen Sachen, die ich da untersucht habe. Jetzt muss ich nur herausfinden, wie ich diesen Fingerabdruck sowohl Varus oder Germanicus zuordnen kann. Da hatten wir eine Idee. Lass uns doch mal
zu Varus nach Hause gehen, zu den Legionen, die untersuchen, da einen Fingerabdruck sichern, das gleiche bei Germanicus machen, wo nur Germanicus war, nur Varus war, da einen solchen Fingerabdruck generieren und den dann mit unserem aus Calgrise, von unserem Tatort, vergleichen. Weil wenn ich da ein Match erhalte, dann müsste ich ja eigentlich den Fall gelöst haben und die Maske lüftet sich. Kurze Frage, wer glaubt, es war Varus? Hand hoch. Jetzt sehe ich mehr. Okay, wer glaubt, es war Germanicus? Mehr. Schade. Ja, das war unser Match. Vielen lieben Dank. Mein Tatort Calgrise, ne, das war wirklich gerade zu Ende. Das war jetzt also, mein Tatort Calgrise möchte ich gerne umbenennen in Tatort Varusschlacht. Und der Fall um die verschwundenen Legionen wird zu dem Fall der gefundenen Legionen. Und ich möchte mich für eure Aufmerksamkeit bedanken und für eure Mitarbeit. Danke. Applaus